Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir befinden uns im Bereich von der Nairus Tränenaufgabe. Wir wollen mal wieder unsere Seele erweitern. Ja, und dazu suchen wir halt die Tränen. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Ach so. Die nächste Verschieberei. Ja, ist halt einfach dafür da, es kostet Zeit, dass... Da kriegst du die Panik, aber wenn du natürlich Zeit ohne Ende hast, ist das nicht das Ding. So. Oh, guck mal, das Triforce. Schön, schön. Okay, da sind die letzten beiden. Einmal links und einmal rechts. Der rechte, der da oben so an dem Baum hängt, das war auch der, den ich zum Schluss geholt habe. Du hast einen Finsteralbmut erhalten. Ja, ja, schön. Hab ich davon hier auch schon welche? Nee, ist der erste. Oh. Dann ist das ja wirklich ganz schön. Okay, hier sind echt fucking viele von denen hier. Die sich natürlich es nicht nehmen lassen, mich zu treffen. Nein. So, das soll jetzt aber nicht stören. Denn wir haben ja den. Da ist der letzte. Das bedeutet, ich muss an euch ganzen Idioten vorbei wieder. Und da liegt nämlich der Hund begraben. Das war nämlich ein echtes Problem. Und ich könnte jetzt einfach sagen, komm, trefft mich doch mal kurz, dann haben wir wieder die pure Action. Aber ich will das nicht hier auf dem letzten Meter versauen. Fuck you, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Oh cool, wir schaffen es ganz locker. Ach, herrlich. Ganz locker flockig bringen wir das Ding jetzt nach Hause. Auf jeden Fall war ich hier dann am Rennen. Meine Ausdauer war gleich null. Die waren mir so auf dem Fersen. Dann habe ich das hier nämlich versaut. Bin daneben. Hab daneben gerollt. Der eine hat schon zugeschlagen. Hat mich aber Gott sei Dank nicht getroffen. Ich weiß gar nicht, warum der mich nicht getroffen hat. Eigentlich hätte er mich treffen müssen. Ich schmeiß das Ding runter. Er schlägt schon wieder. Und in der Sekunde habe ich die letzte Träne gehabt. Ach, es war eine Pracht. Also, hätte ich gerne jetzt gezeigt, aber... Ich will es nicht nochmal machen, Leute. Ganz ehrlich, das wäre mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. So, und wir müssen ganz auf die andere Seite. Dum, dum, dum. Es ist verdammt weit. Es ist verdammt weit. Es ist verdammt nochmal weit. Und ich weiß nicht, wo der optimale Weg ist. Ich meine, haben wir keinen Zeitdruck mehr. Ja, kommst du da gleich hoch, Link? Das ist jetzt die Frage. Wenn ich hier jetzt reinspringe, kommst du dann da hoch? Ja. Okay, cool. Bist ein echter... Ja. Echter... Kletterer. Ist der Wahnsinn. Machst das echt super. Kann ich nicht anders sagen. Da ist die Stelle, wo ich hin soll. Ja, ist doch kein Problem. Ja, will ich nichts gesagt haben, ne? Oh, gut geschafft. Ich bin jetzt erleichtert. Aber es war natürlich auch sehr cool. Es ist natürlich so, also wirklich, mir gefällt das. Kann ich nicht oft genug sagen. Du hast den Greifhaken erhalten. Ja, das ist immer richtig cool. Einer der drei Schätze der Göttin. Nutze die Klaue an der Kette, um dich an ein Greifhakenziel oder an Efeu ziehen zu lassen. Verlierst du beim Zielen den Fokus, drücke einfach Steuerkreuz unten, um deine Ansicht wieder zu zentrieren. Gut. Neulich kriegen wir hin. Oh, meine Batterie wird schwach. Ja, das werde ich aber erst nach dem Part beheben. Gut gemacht, Gebieter. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Mit deinem reinen Herzen hast du die Kraft erlangt, die heilige Flamme zu finden. Dieser Greifhaken ist ein Schatz der Göttin. Nutze die Klaue an der Kette, um dich an Efeu oder Greifhakenzielen hochzuziehen. Mann, das haben die mir doch gerade erzählt. Die Flamme befindet sich irgendwo in der Wüste, Gebieter. Ich vermute sie an einem Ort, den du noch nicht betreten hast. Ja, ist recht wahrscheinlich. So, da können wir uns jetzt schön hochziehen. Ganz cool eigentlich. Ist sogar gleich der Doppelgreifhaken. Direkt.
Also so aus Twilight Princess bekannt. Oh, ich habe keinen Bock auf dich. Lass mich in Ruhe, echt jetzt. Ich hab kein Nerv auf diesen Fettsack. Der wird doch eh nur plattwalzen am Ende. So. Falle ich wieder irgendwo runter und es nervt. Ja, hier bin ich auf jeden Fall nicht so falsch. Ich muss mal... Heck. Da bin ich eigentlich dran. Oh, was ist das denn jetzt gewesen? Ach, dieser komische Vogel, der da oben rumfliegt. Ah, ist eben wieder... Ist nur Pracht. Ach, das Zugucken doch schon wieder kein Spaß. Ich weiß, tut mir leid. Da komme ich aber, glaube ich, dran. Aber egal, das geht auch irgendwie anders. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss das hier mal kurz... verdammte Wiimote, die funktioniert ja nicht mehr ganz so prächtig, wenn die Batterie leer ist. Ach, du lässt mich in Ruhe. Gut. Wo muss ich hin? Ich muss wohin, wo ich vorher noch nicht... Ah, das da ist ganz... Das ist eine ganz gute Stelle. Ups. Du lässt mich mal bitte in Ruhe. Ja, ja, hier irgendwie drauf. Also von da aus war es schon mal nicht ganz verkehrt, das weiß ich. Das weiß ich. Ja. Erstmal aktivieren wir das. Artefakte Göttin. Gut. Ja, Leute, es tut mir auf jeden Fall leid, wenn ihr gerade genervt seid, dass ich hier nicht so ganz den Durchblick habe, aber ich kann nicht mal sagen, woran es gerade hapert. Es ist einfach nicht so mein Tag. Aber da hinten ist es. Da, da müssen wir hin. Das war auf jeden Fall schon mal richtig. Und noch ein so ein Fetten hier. Ja, ja. Ist der Boss, ich weiß. Wow. Ich hätte auch blocken können, aber es funktioniert nicht so gut. Da kommt er mit seinem Stein. Aber er hat daneben geworfen. So. Oh, gibst du mir Herzen eventuell? Nee. Oder ein Herz da vielleicht raus, so. Keine Chance. Keine Chance. Hier. Oh, herrlich. Brauch Herzen. Oh, wenn ich schon durchs Wolkenmeer fliege, hätte ich eigentlich auch mal im Wolkenhort kurz stoppen können. Da war schon wieder doof. Sehr, sehr blöd war das, aber na gut. Bin ich ja gewohnt. So, hier sieht man schon, dieser Doppelgreifhaken ist einfach geil. Ups, was los? Gefällt mir gut. Dong, dong und up. So, da oben. Ranel-Höhle. Ein Gorone ist mal wieder da, aber wir haben hier auch eine Möglichkeit zu spielen. Hier. Boing! Ach ja, genau, der gibt mir irgendwas. Du hast einen Schattenkristall erhalten. Äußerst seltener Kristall, ja, ja, ist wundercool und ist auch unser erster. So, und dann habe ich durch Zufall was gesehen letztens. Also hier bei mir, als ich das gespielt habe. Und, scheiße. Kanntet ihr das? Hallo? Da hebt das Ding ab. Ist das normal? Kennt das jeder? So, ich war ganz überrascht.
seltener Besuch. Mein Name ist Kenmon. Ich erforsche hier die Legende der drei Drachen. Diese Gegend mag trostlos wirken, doch ich bin sicher, dass sich hier etwas verbirgt. Dein Name ist also Link. Kein einfacher Name. Erzähl mir doch mal, was du in dieser Einöde suchst. Eine heilige Flamme? Irgendwo habe ich davon schon gehört. Oder etwa doch nicht? Stimmt ja. Jetzt weiß ich's. Ich habe in alten Schriften über das Ranel-Sandmeer davon gelesen. Leider erinnere ich mich nicht mehr an Einzelheiten. Aber zum Sandmeer geht es da drüben lang. Um zum Ranel-Sandmeer zu gelangen, brauchst du diesen Schlüssel. Ja, sehr praktisch, oder? Dass der mir den freiwillig so übergibt, den kleinen Schlüssel hier. Finde ich gut. Pass auf dich auf. Oh, sogar eine Truhe haben wir da. Wieso habe ich eigentlich so eine Herzenpanik? So wenig Herzen habe ich doch gar nicht. Das geht doch noch. Heul mal nicht rum. Ein Monsterhorn. Ich glaube, jetzt könnte ich doch langsam mal genügend haben, um irgendwas aufzurüsten. Drei Stück? Doch, das könnte reichen. Da fehlt es bestimmt an irgendwas anderem. Manchmal trägt ein Bobklin ein Monsterhorn an seiner Hüfte. Nutze die Peitsche, um es ihm zu entreißen. Ja, das stimmt, glaube ich sogar. Das stimmt sogar bestimmt, da Fein mir das sagt, aber wollen wir mal gucken, ob wir da hoch können, bevor wir irgendwo anders hingehen. Und das springe ich gerne noch eben weg. Ja, was will ich da? Das ist eine gute Frage, aber ich werde es einfach mal gucken. Ein bisschen abseits des normalen Weges gehen. Ranel-Mine. Okay, ich kann hier sogar weiter, okay. Dann schaue ich mir das hier mal an. Das ist jetzt blind. Ich weiß nicht, was hier kommt. Absolut keine Ahnung. Mache ich ganz freiwillig. Was will ich denn hier? Das ist ja... Gibt bestimmt irgendwie hier von der Göttin da ein Artefakt. Darauf jetzt wohl hinauslaufen. Ach, hier bin ich ganz am Anfang. Ach so, ja, da kann ich, glaube ich, da gibt es, glaube ich, irgendwas zu holen. Ich glaube tatsächlich, da war eine Truhe. Ja. Link, lass doch einfach B loslassen, jetzt. Oh, scheiße. So, der war besser. Mein Schild ist auch fast komplett dahin. Oh nein, dein Schild ist zerbrochen. Ah, kein Schild mehr. Das ist ja eigentlich egal, aber das sieht so blöd aus. Na gut, da werde ich mich auch vor dem nächsten Part offscreen dumm kümmern. Ein Schattenkristall, okay. Wenn die wirklich so wahnsinnig selten sind, dann kann ich ja froh sein, dass ich schon zwei davon habe. So, und ihr lasst mich jetzt bitte eben in Ruhe. Ich habe kein Schild, ich bin wehrlos. Aber ihr habt ja mehr Angst vor mir, als ich vor euch, von daher. Zack. Upp. Ja, jetzt wieder zurück, ne? Jetzt sind tatsächlich, meine Güte, das habe ich jetzt für einen Schattenkristall gemacht. Leute, zentrier mal bitte. Das ist total Mist gerade. Um hier nach links zu kommen, ist schon komplett neben mir. Das finde ich so gut. Das wäre auch eigentlich cool, wenn man das ein bisschen schneller regeln könnte. Batterien müssen echt dringend gewechselt werden. Das funktioniert hier so daneben. Zack. Dieses B-A-Loslassen-Prinzip. Da hat man schon längst wieder B gedrückt, weil man einfach diese, ja, Panik, diesen Druck hat. Oh, Fei, was willst du eigentlich? Gebieter. Die Batterie, da, ja. Deiner Wii-Fernbedienung lässt... Ja, und ich kann es nicht hier wegdrücken. Jetzt mach mal hin,
Das weiß ich doch. Siehst du, ich bin blind? Oder denkst du, ich merke nicht, dass das hier nicht richtig funktioniert? So. Kümmere ich mich ja gleich drum. Dum, da, dum. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Dies ist das Ranel-Sandmeer. Früher war hier ein riesiger Ozean. Heute aber ist alles ausgetrocknet und mit Sand bedeckt. Ranel-Sandmeer. An diesem Ort befand sich früher ein Hafen. Ja, das ist das neue Gebiet in Ranel. Fehlt aber immer noch eins. Und zwar... ja, da unten, ne? Ich wollte gerade sagen, die Ranel-Mine, aber... Das war ja das andere. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass wir die heilige Flamme hier irgendwo finden. Ich empfehle, deine Suche in diesem Sandmeer fortzuführen. Hätte ich auch getan. Keine Panik. Jetzt machen wir noch eben schnell zum nächsten Speicherpunkt. Da werde ich dann den Part beenden und erstmal meine Batterien wechseln. Und auch für heute Schluss machen, da es einfach nicht so läuft. Komm nicht in den Flow rein. Und ja, das muss man dann auch einsehen, ne? Da hilft es nichts, mit Gewalt weiterzumachen, wenn es einfach nicht richtig klappt heute. Das fluppt nicht. Gut. Gut, gut. Da ist mein Speicherpunkt, Leute. Ich sag schon mal bis dann und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal und alles wird besser. Tschüss.